Ich möchte Ihnen über eine Zeit erzählen, die eigentlich für Sie schon sehr, sehr lang vorbei ist. Die haben Ihre Eltern nicht erlebt, höchstens die Großeltern. Aber das war die Nazi-Zeit, aber ich bin nicht sicher, dass Sie über dieses Thema zu Hause gesprochen haben. Ich bin auch nicht sicher, ob Sie Literatur über Holocaust gelesen haben. Ist für Sie ein Begriff Holocaust? Wissen Sie, was das bedeutet? Nein? Nein, Holocaust war die Ermordung von 6 Millionen Juden, die in Mittel- und Osteuropa lebten. Es war eigentlich eine Mordindustrie, die die Leute, die jüdisch waren, verhaftet haben, auf viele Art und Weise haben sie diese Leute ums Leben gebracht, aber am meisten im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Habt ihr da den Namen Auschwitz schon mal gehört? Ja, ich spreche mit Kindern, die keine Idee haben und keine Ahnung, wovon die Rede ist. Eigentlich umso schwieriger ist es für mich, weil ich meistens in den Schulen schon Kinder und Studenten treffe, die genau wissen, warum sie mit mir ein Gespräch, einen Dialog führen sollten. Ich habe noch eine Frage. Wir haben einen kurzen Dokufilm mitgebracht. Könnt ihr deutsche Untertitel lesen? Ja. Ja? Weil der Film ist tschechisch und eigentlich hat es Sinn nur, wenn ihr es lesen könnt. Ich glaube, für die Einleitung ist es genügend. Wenn ich noch mehr spreche, werdet ihr mich noch weniger verstehen, wovon die Rede ist. Deswegen möchte ich Ihnen das Doku zeigen und nachher können wir weiter sprechen. Sie können mir Fragen stellen. Ich bin bereit, Ihnen zu antworten auf alles, was Sie interessiert, um nur ein bisschen zu begreifen, was da in den 30er Jahren in Deutschland passiert ist. Sind hier deutsche Kinder oder seid ihr vom Ausland gekommen? Ausland. Wer kam vom Ausland? Ja, und von welchen Ländern? Bosnien. Bosnien. Also slawischer Teil. Albanien, ja. Ja. Und du? Tschetschenien. Ja, umso wahrscheinlich schwerer ist es zu erzählen, was hier. Habt ihr schon über den Zweiten Weltkrieg gelernt? Nein. Ja? Weil das war der Auslöser einer Genozide an den Juden. Ist für euch ein Begriff, wer ein Jude ist? Ja. Ja? Es ist eine andere Konfession als christlich oder Moslem. Und in Deutschland lebten sehr viele Juden, die eigentlich völlig assimiliert waren. Das bedeutet,
Sie waren genau solche Mitbürger dieses Landes wie die anderen, aber es gab die Hitler-Theorie über die Ausrottung der Juden. Den Ersten Weltkrieg, über den habt ihr gelernt? Ja. Ja. Und als er endete, war Deutschland ein besiegtes Land. Und danach war hier eine unwahrscheinliche Not. Und außerdem haben die Sieger Mächte in Versailles beschlossen, Deutschland wird 132 Millionen Reichsmark als Reparationen zahlen. Dazu war Deutschland unfähig. Ja, und durch Hitler entstand eine Bewegung, die den Leuten versprochen hat, es wird ihnen besser gehen. Die Weimarer Republik, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist, gilt nicht mehr, und an die Spitze der Regierung kam Hitler, der dann der oberste Befehlshaber, der Herr aller wurde. Und als sein erstes Gebot war, die Juden zu vernichten. Hat jemand von euch einen Freund oder eine Freundin, die jüdisch ist? Nein. Wir haben einen Schüler, glaube ich, aus Jordanien. Ja. Ja. Wir haben mal unterrichtet in Englisch eine kurze Zeit. Ja. Das ist doch interessant. Ein jordanischer Schüler, seine Eltern sind in Jordanien und du bist auch in Jordanien geboren. Stimmt ja. Das? Ja. Und wann bist du nach Deutschland gekommen? Österreich, ja. Bitte? Nach Österreich. Oder nach Österreich? Drei Jahre und ein paar Monate. Seit drei Jahren und ein paar Monaten. Ja, also was Juden heißt, das weißt du genau. Weil in Jordanien, das ist der Nachbar von Israel. Ja. Ich weiß eigentlich nicht, wie ich alles erklären soll. Wie ich bereits gesagt habe, zum Ende des Krieges waren 6 Millionen Juden tot. Sie wurden vergast, sie wurden erschossen und eine ganze Schicht der mitteleuropäischen Zivilisation wurde vernichtet. Es tut mir leid, dass man hier in Österreich oder wenigstens in Ihrer Schule über diese Sache nicht, über das Geschehen nicht spricht, weil es braucht Aufklärung. Es hat mich überrascht, dass Sie überhaupt das Wort Holocaust nie gehört haben, obwohl vor ein paar Tagen im Fernsehen, in der Zeitung, im Rundfunk überall Berichte waren über die Kristallnacht, wo die Synagogen in Deutschland brannten, wo die Geschäfte der Juden, die zerstört wurden durch Steine, beworfene Schaufenster, zersplitterten sich. Deswegen nennt man diese Nacht Kristallnacht, weil die Splitter lagen überall in den Straßen. Das war eigentlich ein Signal zur Verfolgung
einer ganzen Schicht der deutschen und österreichischen Bevölkerung, weil Österreich und Deutschland damals eine Einheit waren. Und wahrscheinlich werdet ihr darüber lernen, wie es dazu gekommen ist, dass sich Österreich an Deutschland angekoppelt hat. Oder es wurde besetzt, oder der Hitler ist hier in Oberösterreich geboren. Er fuhr eigentlich nach Hause, aber hat sich während des Zweiten Weltkrieges nicht als Österreicher, sondern als Deutscher artikuliert. Du wolltest etwas fragen. Ja. Wieso hast du die Nazis, die Juden, so? Ja, kannst du noch mal lauter sprechen? Wieso hast du Nietzsche Nazis? Warum die Nazis die Juden verfolgt haben? Dazu wäre notwendig ein historischer Exkurs in die Vergangenheit, aber für Hitler war es sehr vorteilhaft, einen Sündenbock zu finden. Er musste die Arbeiter, die Massen, die ohne Beschäftigung waren, an etwas konzentrieren und musste an jemanden mit dem Zeigefinger zeigen, das sind die, die dafür verantwortlich sind, obwohl es überhaupt nicht so war. Außerdem war er gierig auf das Vermögen der Leute, weil er hat sie beraubt, er hat ihnen alles genommen. Wohnungen, Geld, Ärzte, Jüdische durften nicht mehr eine Praxis haben. Und nach wurden sie in die in Konzentrationslager konzentriert. Dachau, Mauthausen sind vielleicht für euch Begriffe, ist nicht weit von euch. Und das Vernichtungslager, das größte, war Auschwitz-Birkenau, das in Polen ist. Und Polen wurde als erstes in dem Zweiten Weltkrieg angegriffen. Da fing eigentlich der Krieg an, in den dann ganz Europa oder viele Teile von Europa besetzt wurden. Frankreich, Holland, Niederlande, Norwegen. Und von überall waren die Juden und die Antifaschisten, weil es waren nicht nur Juden, es waren auch tapfere Leute, die gegen den Faschismus gekämpft haben. Und die wurden genauso verfolgt wie die Juden. Zu der Zeit passierten furchtbare Sachen, auch gegenüber der deutschen Gesellschaft, weil Hitler wollte keine Behinderte haben. Jede Behinderung war ein Grund dazu, diesen Menschen des Lebens zu berauben. Ja, ich weiß nicht, wie man es, vielleicht kann es meine Freundin, die mein Buch übersetzt hat, ich habe nach 60 Jahren erst das beschrieben, was ich erlebt habe, und das Buch heißt Mein langes Schweigen. Wenn euch die Story interessiert, könnt ihr das Buch haben. Die Dame, die neben mir sitzt, hat es ins Deutsche übertragen. Und sie kann sich vielleicht auch zu dem, was ich jetzt erzählt habe, äußern. Vielleicht kann sie meine Ansichten etwas verweitern. Danke. Danke fürs Wort.
Frau Erika und ich sind in demselben Jahr geboren. Sie in der Westslowakei, ich in Weströmen, in Pilsen. Das ist als die Stadt des Biers bekannt. Durch meine Persönlichkeit bestimme ich nicht alles. Aber wir hatten ein ganz anderes Leben. Das war im Krieg, aber ich konnte ruhig zur Schule gehen. Ich habe gewusst, dass schlimme Dinge passieren. Und das ist eigentlich auch der Fall bei euch. Wenn in der Familie bekannt wird, dass die Verwandten und die nahen Leute bedroht sind am Leben, so werden die Kinder irgendwie schneller erwachsen. Das passierte auch im Krieg. Die heutigen 12, 13, 14, 15-Jährigen, die interessieren sich für Sport, für Computer und später die Discos und. Aber damals waren die Kinder irgendwie früher bewusst dessen, was passiert. Aber immerhin hatte ich ein sehr leichtes Leben. Wir mussten ab und zu in den Keller rennen, wenn es Luftangriffe gab in der Nacht. Und Mutter, die verwitwet war, die hat mit uns konsultiert. Ist es soweit, laufen wir in den Keller oder nicht? Wir waren Kinder, aber wir wurden als Partner behandelt. Immerhin konnte ich zur Schule gehen, konnte mich weiterbilden. Erika durfte es nicht. Sie war ein aufgeschlossenes Mädel, sie ging gerne zur Schule, sie hat einige Sprachen gesprochen zu Hause, sie hat das Schreibmaschinenschreiben gelernt und hätte so gerne viel über die ganze Welt erfahren. Aber der Hitler, der sagte, warum sollten die jüdischen Kinder zur Schule gehen, wenn sie sowieso raus müssen? Das haben sie bereits gehört. Und somit hat sich unser Leben ganz anders gestaltet. Und man ist sich gar nicht bewusst in eurem Alter, was für eine Gabe es ist, wenn man in Ruhe lernen kann und wenn man nicht bedroht ist. Deswegen brauchen wir ab und zu einen Filmstreifen wie diesen sehen, um uns überhaupt des Glücks bewusst zu sein, dass man am Leben ist und dass man eigentlich in Ruhe lernen kann. Das ist vielleicht etwas mehr, als von mir erwartet wird, aber dass solche Lebensgeschichten sind vielleicht lehrreicher, als wenn man lange Bücher liest. Denn, das hat Frau Erika mehrmals gesagt, ein Buch kann man nicht befragen, aber an einen lebendigen Zeugen kann man Fragen stellen. Das war gut, dass du gefragt hast. Und Frau Erika wartet auch, dass viele Fragen von euch kommen. Denn im Gespräch kommen dann die wirklich interessanten Dinge heraus. Also nach diesem Vorbild könnt euch die Fragen vorbereiten. Ja, das ist jeweils das Allerbeste, wenn wir uns dann in diesem kleinen Kreis gut verständigen. Und noch ergänzend zu dieser Frage, warum hat es eigentlich der Hitler gemacht? Der Neid ist eine schreckliche Sache. Und wenn man in den Leuten den Neid schürt, wenn man ihnen sagt, also derjenige, der ist reich und ihr seid arm, der ist dafür eigentlich, der wäre jetzt
verantwortlich. Der ist verantwortlich dafür, dass ihr in Armut lebt. So wird die ganze Ordnung zerstört. So war die Revolution in Russland, denn die armen Schichten wurden aufgerührt. So war es in Deutschland, wo man sagte, die Juden, die sind reich, ihr seid arm. Und die Juden waren arbeitsam, die waren fleißig. Die haben es nicht geklaut, aber die haben wirklich tüchtig gearbeitet. Und das, wenn man es bedenkt, wie viele Millionen es waren, so war es ein Haufen Geld. Und das sind dann die niedrigsten Triebe der Menschen, die das Unheil bringen. Und so ist es überall. Und Herr Dr. Rainer König-Hollerwöger hat sich als Aufgabe vorgenommen, nicht nur über die Vergangenheit zu sprechen, sondern auch das zu verfolgen, was es heute gibt an Übel in der Welt. Deswegen ist es ein Bogen von der Vergangenheit bis jetzt in die heutigen Tage. Und deswegen sprechen wir hier vor Ihnen, damit das Bewusstsein der Verbundenheit des Jetzt mit dem Gestern und mit dem Morgen klar wird. Aber gibt es jetzt Fragen dazu, zum Film, was ihr gesehen habt? Ich habe das noch nie gesehen. Was gibt es da? Wie ist es euch gegangen? Seht ihr so einen Film? Ich möchte euch dazu nur noch ganz kurz sagen, dass als es mir passierte, worüber ich gesprochen habe, war ich 13. Ich glaube, ich war jünger als ihr jetzt seid oder gleichaltrig. Ja. Und das, was sehr schwer war, nach dem Krieg Fuß zu fassen, ich kam zurück und habe niemanden aus der Familie gefunden. Und mit 14 Jahren habe ich auf den Straßen gelebt, auf der Straße, weil ich hatte kein Zuhause. Deswegen kann ich Filme von heute nur schwer sehen, die Kinder zeigen, die auch ihr Elternhaus verloren haben und alleine geblieben sind. Ihr könnt was immer fragen, aber hättet ihr keine Fragen, ist es auch okay. Wir sind gekommen, wir wollten euch berichten über eine Zeit, aber wahrscheinlich sind wir zu früh gekommen. Wir hätten sie in ein paar Jahren treffen sollen, wo sie eigentlich Bescheid wissen von der Vergangenheit Österreichs und der Welt. Ja, du wolltest. Ja, im Film haben Sie erwähnt, dass von Ihren Eltern die Möbel ja bei dem Mann da geblieben sind. Haben Sie sie wieder zurückbekommen? Nee. Meine Eltern, bevor wir verhaftet waren, haben ein paar Sachen, Wertsachen zu Nachbarn, bei Nachbarn deponiert. Aber das hat nirgendwo gestimmt. Die Leute wollten es eigentlich nie zurückgeben und waren enttäuscht, dass wir es überlebt haben, dass wir zurückkamen. Gibt es noch eine Frage? Ja, bitte. Wurden die 6 Millionen Juden getötet? Mit welchen Methoden? Wie wurden die 6 Millionen Juden ermordet, getötet? Das war eine längere Zeitspanne. Zuerst hatten sie dazu keine wirkliche Industrie, weil zum Schluss wurde das Morden zu einer regulären Industrie. Man hat die Leute oder erschossen
oder hat man sie in LKWs hineingestopft und den Auspuff nach innen geführt und die Leute sind dann erstickt. Nur das war für sie sehr mühsam, weil man musste die Leute dann hinausholen, man musste Gräber graben, man musste die Leute, weil die Deutschen wollten und keine Spuren hinterlassen. Also die Nazis genau gesagt. Und dann haben sie erfunden, sie können Gaskammern bauen, sie können Krematorien bauen, in den Gaskammern die Leute vergiften und in den Krematorien verbrennen. So, dass wirklich kein, sie dachten und hofften, kein Zeuge wird überleben. Wir überlebten nicht viele, aber manche, so wie ich, und ich kann nicht sagen, ob es Glück oder was es war, ein paar Leute sind mit Leben davongekommen, aber die meisten, zum Beispiel meine Familie, wurde ganz umgebracht. Und so ging es vielen. Du wolltest noch etwas? Ja, ich hab gehört, dass man die Gaskammern, anstatt hat man gesagt, das wären Duschen, da sind die Leute reingegangen und sie gestorben. Genau. Sag mir, wer hat dir das erzählt? Ja, ein Freund, der hatte das schon mal und der hat mir das erzählt. Du bist ein Wunder für mich jetzt hier. Weil so wie die Transporte kamen, war da eine große Anschrift Brausebad. Es waren zwei Seiten. Auf der einen Seite, wo geschrieben wurde Brausebad, ist von oben Gift gefallen. Die zum Leben aussortiert wurden, da ist kaltes Wasser von oben. Also wir konnten uns waschen, die anderen wurden vergiftet. Aber um eine Panik zu vermeiden, waren auf beiden Seiten Anschriften Brausebad. Aber also von... Bitte? Also konnte man nie wissen, wo das Gift runterkommt. Man konnte nicht wissen. Nein, weil wir kamen und wurden selektiert. Selektion bedeutet ausgewählt. Wer ein kleines Kind im Arm hatte, ging automatisch auf die rechte Seite. Wer ein Behinderter war, wer ihnen als Alter vorfiel, der ging auf die Seite und uns, die wir am Leben bleiben konnten, hat man auf die andere Seite geführt. Aber wir hatten keine blasse Idee, wo was ist und dass überhaupt so etwas existiert. Und es war uns nur verdächtig, als wir ankamen, dass immer Flammen von den vier Schornsteinen in die Höhe gestiegen sind. Aber wir konnten uns es nicht erklären, was das war. Und so war der... Du hast noch eine Frage? Ich nehme dich gleich mit. Ja, bitte. Hat sich immer die Gaskammern gewechselt? Einmal da, einmal dort? Nee, da waren vier Gaskammern, weil nur in Auschwitz wurden 1.200.000 Leute verbrannt, vergast und verbrannt. Und das hat funktioniert wirklich wie eine Industrie. Die Häftlinge kamen, es war die Selektion und Vergasung und ein paar sind davon gekommen. Bitte. Was habt ihr zum Essen gekriegt?
Das ist eine gute Frage. Also zuerst war es notwendig, und das war das Problem, man musste eine Schüssel haben, weil Kaffee und Suppe kannst du nicht in Hände nehmen. Aber die wir später kamen, da haben uns die Deutschen nicht mehr, also die SS, nichts mehr gegeben. Wir sollten uns es besorgen. Man konnte sich das besorgen dadurch, dass einer gestorben ist und man hat sich die Schüssel von den Sterbenden oder von den Gestorbenen genommen. Ich hatte Glück, eine serbische Partisanin, die ihr Kind verloren hat, hat sich meiner angenommen und ich bekam eine Schüssel, allerdings mit einem Stück Spagat, der weil da in der Schüssel ein Loch war, und das musste ich mir an den Körper anbinden und damit auch schlafen, weil sonst hätte es mir jemand geklaut. In der Früh bekamen wir Kaffee, aber es war kein Kaffee, es war so braunes, warmes Wasser. Ein Stückchen Brot, das wurde immer kleiner und kleiner. Und Suppe. Und Suppe ist ein Euphemismus. Jeder wollte Suppe von unten haben, weil da waren die Kartoffeln oder was immer. Aber das ist nicht immer gelungen. Es war warmes Wasser mit etwas Gemüse. Deswegen sind die Leute so schnell gestorben. Weil jeden Tag, jeden zweiten Tag hat man wieder ausgewählt, also diese Selektion. Und wer schon so abgemagert war, dass er nicht arbeiten konnte, den hat man sofort ins Gas geschickt. Ich fragte noch, waren Sie verhungert? Waren Sie verhungert durch Hunger? Verhungert. Ja, also man hat zu diesen Leuten Muselmänner gesagt. Ja, bitte, dann komm. Worauf haben Sie geschlafen? Worauf hast du geschlafen? Auf Strohsäcken. Ihr habt es in dem Bild gesehen, es waren so Betten, also nicht Betten, so Pritschen. Immer drei und wieder drei und drei Stock hoch. Und je nachdem, wie voll das Lager war, auf der einen sollten höchstens vier Leute sein. Aber wenn zu viele Häftlinge kamen, waren wir da fünf, sechs. Und das waren Strohsäcke, die nicht so sauber waren, weil es gab da ein Problem mit den Toiletten. Es gab keine Toiletten, es gab nur solche Gruben. Und während der ganzen Nacht war die Baracke geschlossen. Also auch wenn man gewollt hätte, konnte man nicht aussteigen. Und das war ganz schlimm für die, die ganz unten geschlafen haben, weil manchmal kam von oben das, was nicht angenehm war, wenn es die Leute nicht mehr halten konnten. Und wenn dann, da waren so kleine und größere Epidemien, von denen die Deutschen, also die uns bewachten, Angst gehabt haben, hat man es gewechselt, uns hat man entläust, weil wir voller Läuse waren. Und dann ging das Ganze von Anfang an. So, da und dann kommst du dann. Bitte. Wie groß waren die Gaskammern? Und wenn man reinging, konnte man nicht wieder rausrennen?
Wie groß die Gaskammer war, Meter und Zentimeter, sage ich dir nicht. Da gingen ungefähr 200 Leute, konnte man auf einmal hineinjagen, weil da stand man, also das war nicht zum Sitzen. Und sobald es fertig war, hat sich das Tor geöffnet und das Sonderkommando, das waren Häftlinge, musste diese Tote auf Karren geben und mit den Karren zu den Krematorien, zu den Öfen fahren und die Leichen dann ins Feuer schieben. Was war noch die letzte Frage? Das hat man zugemacht, dass man nicht rausrennen konnte. Hat man zugemacht, damit man nicht raus kann. Ja. So, jetzt nach der Reihe, du da hinten, bitte. Haben Sie dich im Krieg verletzt? Hast du dich im Krieg verletzt außerdem? Nee, ich habe im Krieg, durch den Krieg habe ich seit eh und je Schwierigkeiten mit den Knochen gehabt, weil ich war unterernährt. Und mit der Zeit hat sich bei mir eine Krankheit der Wirbelsäule entwickelt. Deswegen muss ich mit einem Stock herumlaufen, weil das rechte Bein durch die Wirbelsäule, die eigentlich zerbrochen ist, ich habe so ein Stück Stahl eingebaut, um das es hält. Aber die Nerven, die zu der rechten, zum rechten Bein führen, die wurden beschädigt. Und Muskeln, die kann man trainieren. Aber Nerven, die erneuern sich nicht. Aber ich trainiere wenigstens die Muskeln, um laufen zu können. Aber sehr viele haben eher traumatische Zustände. Viele der Überlebten haben Selbstmord begangen. Viele konnten schwer weiterleben. Man hat solche Gruppen gemacht, wo man mit den Leuten, zum Beispiel in Prag, bei der jüdischen Gemeinde, haben die Psychologen mit den Leuten gesprochen. Nur das Trauma war so schwer, dass es durch Gespräche kann man es nicht lindern. So, ich wollte nur noch sagen, Trauma, sie sagt oft Trauma, heißt einfach Verletzung, seelische Verletzung. Gefühle körperlich, das ist Trauma, bitte. Haben Sie irgendwen sterben gesehen? Hast du irgendwen sterben gesehen? Viele. Und wie war das für dich? Für mich, wir haben jeden Tag sehr viele Tote erlebt. Es ist passiert, dass wir aufgewacht sind und einer zwischen uns, der auf der Pritsche lag, war tot. Oder alte Leute sind unter die Strohsäcke, haben sich da vergraben und die Hunde mussten die, weil die Deutschen ließen nicht los, so lange, bis sie nicht die Zahlen der Häftlinge in Ordnung hatten. Und da sind Hunde gekommen und die haben immer die Tote gefunden und die wurden so nebeneinander auf den Fußboden gelegt und dann ins Krematorium genommen. Bitte? Wie viele Leute waren ungefähr in einer Zelle? Wie viele Leute waren ungefähr in einer Zelle? Was heißt Zelle? Wir so in Lager. Lager. Wo ihr angesperrt ja. Also Zellen waren in Zuchthäusern, aber im Lager waren Baracken. Und in den Baracken waren 100, 200, 300 Leute, je nachdem, anders waren die Baracken in Ravensbrück gebaut, anders waren sie in Auschwitz oder Birkenau. Und es hing immer davon ab,
wie viele neue Transporte kommen, wie viel Platz man braucht und wie schnell auch die arbeitsfähigen Häftlinge noch in die deutsche, noch in der deutschen Industrie helfen können. Ich bin aus Auschwitz so herausgekommen, dass ich durch Ravensbrück in eine Fabrik für Daimler-Benz Flugzeugmotoren bis zum Ende des Krieges gearbeitet habe, weil es waren wenige deutsche Arbeitskräfte, die waren an der Front und die wir noch arbeitsfähig waren, mussten sie ersetzen. Da gibt es eine Frage, bitte. Wurden die Arbeitskräfte oder die Gefangenen, was da waren, sexuell missbraucht? Wurden die Gefangenen, die KZ-Überlebenden oder Toten, wurden die sexuell missbraucht, fragt er. Sexuell? Missbraucht? Ja, missbraucht. Nein, darüber habe ich nichts gehört. Und jeder war froh, dass er atmet, was die SS gemacht hat. Vielleicht waren da solche Fälle, aber Arnold Lustig ist ein tschechischer Schriftsteller, der über diese Dinge auch schreibt. Aber es ist meistens eine Fantasie, mit der er die Bücher interessanter macht. Dass zum Beispiel ein SS-Mann sich ein Mädchen ausgesucht hat und nach Hause als Haushälterin genommen hat, aber ich weiß es nicht, ich habe es nicht erlebt und die Frauen und die Männer waren streng gehalten, so dass sie überhaupt keinen Kontakt hatten. Ich kann nicht für die erzählen, die bereits vom Jahre 41 da waren. Da waren welche, die seit Jahren eine Methode hatten, vielleicht, wie sie sich mit anderen Häftlingen treffen können. Aber ich habe nicht so etwas erlebt und ich weiß auch davon nicht. Sie hat auch Aufseherinnen, ja? Das muss da auch noch sagen, wer waren die Aufseher? Jetzt die Frage. Ja. Wenn die Juden zum Beispiel so mal Hitler gesehen haben, haben sie dann, wollten sie ihn dann so angreifen oder so? Wenn die Juden Hitler gesehen haben oder Hitler, ja, wollten sie nicht Hitler angreifen? Sehr viele wollten ihn angreifen, nicht nur Juden, es waren sogar deutsche Militär. Die Generäle, die sich bemüht haben, ihn zu ermorden, es ist nicht gelungen. Leider bis zum bitteren Ende, bis er sich selbst das Leben nahm, hat er die Millionen von Leuten unglücklich gemacht. Selbstverständlich hätten sie es gewollt, aber er hatte ein Militär aufgebaut und ein Terror, wo sich die Leute, manche haben sich getraut, sind ums Leben gekommen. Es waren Helden, die es versucht haben, aber die meisten Menschen sind keine Helden. Bitte. Ich wollte Sie fragen, Sie haben zu uns gesagt, Männer und Frauen waren getrennt. Ich wollte Sie fragen, wann haben Sie Ihren Vater das letzte Mal gesehen? Wann hast du denn... An der Rampe. Leider an der Rampe. Als wir angekommen sind, hat man uns... Rampe heißt in Birkenau der Platz, wo die erste Selektion stattgefunden hat, als wir vom Zug ausgestiegen sind. Und da hieß es Männer extra, Frauen extra. Und mein Vater hat mir damals gesagt, pass auf die Mutter. Das waren seine letzten Worte, aber leider habe ich auch die Mutter verloren. Haben Sie den Hitler selbst gesehen? Nein. Hast du den Hitler selbst gesehen? Nein, so viel Glück hatte ich Gott sei Dank nicht. Aber viele Österreicher haben das Glück gehabt, als er Österreich besetzt hat, haben die sie
haben viele Österreicher ihn mit Freude begrüßt und haben geträumt von einem großen Deutschland, zu dem auch Österreich gehören wird. Heute würde es wahrscheinlich keiner zugeben, aber die Historiker, die ehrlichen Historiker sind keine Lügner und wissen genau, wie der Stand am Anfang des Krieges war und wie viele Österreicher sich an dem Zweiten Weltkrieg beteiligt haben. Und ich weiß es von eigener Erfahrung, wie viele SS-Aufseherinnen und Aufseher aus Österreich kamen, was nicht schwer identifizierbar, weil das österreichische Deutsch klingt ganz anders als das Deutsche und man konnte sehr gut feststellen, von wo die Leute kommen. Bitte? Die Aufseherinnen, die waren ja bei Ihnen, bei den Frauen, und haben die auch so Gewehre oder so nicht gehabt? Es waren Aufseherinnen, SS-Frauen, die Gewehre gehabt haben. Aber als der Krieg anfing, hat Hitler viele Frauen, die in Zuchthäusern saßen wegen Mord und Raub und ich weiß nicht, was sie noch am Gewissen hatten, hat er sie freigelassen und die SS hat sie beauftragt, auf uns aufzupassen, weil die schmutzige Arbeit wollten die SS nicht, die konnten gut schießen, aber schlagen und so, das haben immer die Lagerälteste, die Blockälteste, die Schreiberinnen, das waren deutsche Frauen, die vom KZ, die von Zuchthäusern entlassen wurden. Und die waren die Furchtbarsten, weil die deutschen Frauen, die haben, wenn sie da waren, haben sie meistens geschossen. Die haben nicht geschlagen, aber diese anderen hatten keine Waffen, die haben geschlagen. Wie sind Sie entkommen oder geflüchtet? Da will ich wissen nochmal, wie du entkommen bist genau und geflüchtet. Genau, wir sind, es war dieser Todesmarsch, als der Krieg so nahe kam zu Genshagen, wo ich in der Fabrik gearbeitet habe, hat man uns wieder weitergeschickt nach Sachsenhausen. Das ist in der ehemaligen DDR, um es ein Begriff für euch zu sein. Und der Plan war, wir gehen zu Fuß bis ans Meer, wo alte Schiffe waren und man hat damit gerechnet, die Leute, die bis hin, die es schaffen und hinkommen, wird man die Fische versenken und dann sind alle Zeugen tot. Und ich bin mit der Ruth, mit meiner Freundin, das sage ich da in dem Film, wir sind, es war schon Dämmerung, war Abend und wir sind schon, ich weiß nicht, wie viele Tage gegangen und sie hat gesagt, ich kann nicht mehr. Und kann nicht mehr bedeutet es, sich hinzusetzen und wer nicht laufen konnte, wurde erschossen. Und deswegen habe ich, und ich wollte ohne sie auf keinen Fall bleiben, das war der letzte Mensch, den ich noch hatte. Und ich sah so in der Ferne ein Holzhaus. Und ich habe ihr gesagt, komm, wir kriechen hin und verstecken uns da, was uns gelungen ist. Und dann kamen die sowjetischen Soldaten, die uns befreit haben. Und, wolltest du zuerst was sagen? Ja. Haben Sie auch eine Tattoo-Nummer? Hast du auch eine Tattoo-Nummer? Ja, das haben wir alle, weil wir keinen Namen haben dürften. Wir waren nur Nummern und man musste sich melden, immer unter der Nummer, die man eintätowiert hat.
Bitte, das Mädchen. Haben kleine Kinder auch Tetus bekommen? Haben kleine Kinder kleine, auch Tetus bekommen? Kleine Kinder waren nicht, die wurden sofort vergast. Kleine Kinder, ich sag doch am Anfang des Filmes, die Glücklichen waren vielleicht die Mütter, die mit den Kindern ins Gas gingen, weil sonst waren die Mütter verzweifelt. Kleine Kinder waren im Lager nicht. Ich war auch nicht als Kind da. Ich habe gesagt, ich bin 16 und sah so vielleicht gut aus. Meine Mutter war Schwimmerin und ich habe mit ihr sehr viel geschwommen und wir waren Bergsteiger, so im Kleinen, nicht solche Berge wie hier, sondern vier kleinere in der Slowakei. Und ich war gut beisammen, aber war dort nicht als Kind, ich war als Erwachsene betrachtet. Sie war 13 und bis das 16 hat sie sich gemeldet. Sie war ein Mädchen, jünger als ihr. Gibt es noch ein, zwei Fragen, dann machen wir fertig und weiter. Gibt es noch Fragen an die Frau Erika? Ich glaube, dieses Mädchen. Das ist ein Tagesablauf, wir müssen Sie arbeiten. Das Arbeiten, ein Tagesablauf des Arbeitens. Das war sehr einfach. Man hat uns zeitig in der Früh geweckt und da war ein großer Kampf um einen Platz am Rande der Grube zu finden, wo man ja Pipi machen konnte oder so. Das durfte nicht lange dauern, weil da war ein großer Andrang. Dann sind wir Appell gestanden, bis man uns alle gezählt hat. Dann bekamen wir dieses schwarze oder braune Wasser. Und dann waren Leute, es waren Arbeitsgruppen. Ich arbeitete in einer Gruppe, in einer Sandgrube. Wir haben Sand geschaufelt auf solche kleine Wagen, die wir Loren hießen. Und die wurden dann von anderen befördert bis zur Baustelle auf Schienen. Und dann kamen wir erst abends zurück. Nicht alle kamen wir immer zurück, weil manche, ja, sind gestorben, konnten weiter nicht. Oder, ja, oder haben sie nicht der Aufseherin gefallen. Und ich will hier Horrorgeschichten nicht erzählen. Mein ganz großer Wunsch ist, ich wusste nicht, dass ich mit jungen Leuten treffen werde, die ein unbeschriebenes Blatt sind, die überhaupt von der Vergangenheit, von Holocaust und von solchen Sachen nichts wissen. Ich bitte euch nur, sobald ihr darüber lernen werdet, an mich zu denken oder nicht an mich oder das Buch lesen oder fragt eure Eltern oder Großeltern. Es ist ein Thema, das nicht umsonst ist, das es war, aber die Welt ist eigentlich auch heute ein bisschen angespannt und ich wünsche mir, ihr sollt so etwas nicht erleben. Ihr sollt wissen, dass auch solche Sachen passieren können. Ja, dann würde ich an dich das Wort erteilen. Du wirst eine kleine Stelle vorlesen aus dem Buch und ich werde dann den Abschluss machen. Bitte. Ihr habt bereits gehört, dass Frau Erika nach vielen Jahren sich doch entschlossen hat, die tiefsten und schlimmsten Erlebnisse aufzugreifen und über ihr Leben zu schreiben. Denn sie hat es auch im Filmstreifen gesagt, dass sie einfach nach der Rückkehr überhaupt nicht in der Lage war, das Thema irgendwie zu behandeln.
Aber die Kinder, die wussten gar nicht, was los war. Und als sie die tätowierte Nummer sahen an Muttis Arm, so sagte sie, naja, das hat man damals so gemacht. Sie wollte die Kinder damit nicht belästigen. Aber die Kinder sind groß geworden und fragten, warum haben wir keinen Opa, warum haben wir keine Oma? Naja, und letztendlich, erst eigentlich vor einigen wenigen Jahren, entschloss sich Frau Erika, das Buch zu schreiben und es dann vorhanden zu haben, parat zu haben, wenn sie mit jungen oder auch älteren Leuten darüber spricht und Vorträge hält. Das Buch wurde auch übersetzt ins Deutsche, weil das ist eben eine Schilderung ihres Besuches im Denkmal der Opfer. Also ein Stückchen davon. Das tiefste Erlebnis. Den letzten Tag meines Jerusalem-Aufenthaltes verbrachte ich in Yad Vashem, der Gedenkstätte für die Opfer und Helden des Holocaust, auf der Anhöhe Har HaZikaron. Ich hätte gedacht, dass ich über die tragischen Folgen des größten Genozids des 20. Jahrhunderts fast alles wusste. War ich doch selbst durch Auschwitz gegangen, hatte unzählige Filme gesehen und sehr viele Bücher darüber gelesen. Ich hatte mich geirrt. Zuerst betrat ich das Denkmal der 1,5 Millionen ermordeten Kinder. Es ist eingehauen in eine unterirdische Höhle und lediglich vom flackernden Licht der Kerzen erleuchtet, die nach jüdischer Tradition zu Ehren der Toten entzündet werden. Ihr Licht wird von einer Reihe von Spiegeln reflektiert und lässt die Vorstellung eines mit unzähligen Sternen besäten Himmels entstehen. Nur eine leise Stimme erklingt im Raum, die Namen der toten Kinder, ihr Alter und ihre Herkunft verliest. Ich erinnerte mich an all die Mädchen und Jungen, mit denen ich in meiner Kindheit gespielt hatte und die nicht überlebt haben. Ich ging im Kreise herum und es war mir bange ums Herz. Diese tiefe Wehmut verließ mich auch nicht, als ich wieder hinaus in die Sonne trat und die weiße Stadt Jerusalem vor mir lag.